der Jason die 90. Leute, es ist Kieler Wetter. Ich wollte nur sagen, es ist bewölkt, es ist arschkalt. Heizwärmer ist noch auch am Start. Leute, wenn euch kalt ist, macht Heizwärmer. Ich sag dir, ich tipp's fürs Leben. Ja, Leute, heute geht's in der Stadionflug. Wir haben uns doch erst lange nicht gesehen. Dienstag gab's auch ein Video von mir im Millantor. 0-0. War mehr drin. Heute gegen Hannover. Ist das richtig? Heute 3 Punkte zum Abschluss. Wäre cool. Aber Hannover darf man auch nicht unterschätzen, die im letzten 2-0 gegen Düsseldorf gewonnen. Wäre ein cooles Spiel. Ich war ja einmal in Hannover, das Video blende ich heute an. Blende ich euch mal ein. Die Dortmund Stadionflug war auch mega geil, die DFB-Pokal. Hannover hat leider unverdient verloren, die waren sehr stark. Also wird halt auch gefährlich. Aber ja, ich bin bereit, Leute, und ihr wisst doch, wie es läuft. Jetzt geht's erstmal nach Hause, den Magen vollhauen und dann sehen wir uns zu Hause. Yalla. Leute, ich habe doch mal wieder was vergessen. Ihr kennt mich doch langsam. Das letzte Spiel hat Kiel in Hannover 2-0 verloren. Ist blöd. Und das letzte Heimspiel gegen Hannover ist, glaube ich, auch schon ein Jahr her. Haben wir zu Hause eine 3-0-Packung bekommen, wo Gelios die rote Karte in der 20. Minute bekommen hat. Ich hoffe mal, dass es heute nicht so läuft. Es ist heute wieder Kieler Wetter. Es ist sehr kalt. Es ist das letzte Hinrundenspiel. Erst ab heute geht es um die Wurst. Der Gästeblock ist ausverkauft. Ich schätze mal, die Hannoveraner werden auch ordentlich Lärm machen. Aber da unsere Ultras auch da sind, wird das heute, glaube ich, von der Stimmung her ausgeglichen sein. Sogar einen großen Vorteil für uns. Kein Vorteil für Kiel sogar, würde ich sagen. Aber ich habe Bock. Leute, jetzt geht's aber wirklich nach Hause. Ihr seht schon, es ist arschkalt. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns schön mit Essen im Mund wieder. Aber Leute, was geht ab? Ich bin zu Hause jetzt. Ich dachte, mit Nudeln habe ich heute keinen Bock. Dienstag habe ich ja auch eine Pizza gegessen. Und da gab es 0-0 im Millantorstein. Da dachte ich mir, heute machen wir das Ritual mal weiter. Leute, schöne Pizza, schön scharf. Ein Pepperoni, dass meine Lunge wegbrennt. Weißt du, gehört sich doch so. Ja, Leute, ich klamme die Pizza jetzt rein, ihre Bauten. Und wir sehen uns dann vom Holstein-Stadion. Vamos, Kiel! Leute, das Zuglicht ist auch schon an. Jetzt geht's rein ins Stadion. Ich bin ready. Und ich würde dann sagen, wir sehen uns wirklich im Stadion. Guck mal, was für einen Ausblick die haben. Flutlicht, immer geil. Freitagabend, es kann losgehen. Let's go, vamos, Kiel! Ladies and Gentlemen, it's match day. So, Leute, ich bin drinnen. Es ist arschkalt mal wieder. Wo eben, ich bin reingegangen, ich wurde komplett kontrolliert. Ich muss meine Schuhe ausziehen, meinen Cappy abnehmen, mein Portemonnaie, selbst mein Portemonnaie wollten sie sehen. Dann hätte ich da immer so drinnen. Ganz komisch, die Stimmung ist auch ganz gut hier. Ja, die Gästefans sind auch schon schalerig erschienen. Zeige ich euch gleich mal. Und ich würde sagen, mein Tipp ist, heute fallen viele Tore. Kiel gewinnt 3-2. Ich habe irgendwie was im Gefühl, dass wir heute viele Tore hier sehen. Und ja, in einer Stunde ist Anpfiff. Ich zeige euch gleich nochmal die Gäste. Dann sehen wir uns nachher mit der Aufstellung von Holstein Kiel. Warmmorsch Kiel. Janik Bratte. Der Junge, wie kann man wieder so laut sein, Digga? Leute, gleich geht's los. Abschluss, Abschluss. Quatsch, merk selber. Und jetzt, hoch rechts. Vamos. Das war Janik. Sauber. Wow. Heraus. Let's go, Jungs. Tritt, gut. Salzig schmeckt.
guten Abend auch. Moin, moin, sagt. Und ich sage, hi! Und durch den Sinn gezogen, ein unsichtbares Gebot, gebe ich mit, hier darf ich sein. In den Farben, blau, weiß, Stein, Kiel, und Stein, Kiel. Vamos! Geh noch mehr, Jungs! Attacke! Der Anpfiff Hannover mit einer Pyro-Show war klar. Man wusste das. Jetzt geht's los. Mal sehen, was passiert. Kämpfen und siegen! Diese. Komm, komm! Deutschland Kiel, geile Flanke für Marzen mit dem Kopfball, mega geil, weiter so Jungs, 1-0. Geile, kleine Stimmung trotzdem hier. Scheiße. Mega Chance von Fried. Geil gemacht von Riesen und Fried schießt vom leeren Tor, trifft dann beide. Man, das wäre das sichere 2-1 gewesen. Hey.
Leute, die Hannoveraner haben wieder eine Choreo gemacht. Ultra Nord Stockholm. Ich glaube, da kommt gleich nochmal Pyro zur zweiten Halbzeit. Oder eine geile Choreo. Sind wir gespannt. Mega Chance von Hannover, bei dann im Kopfball nach der Ecke, fast drinnen, knapp übers Tor. Und Hannover drückt hier. Jetzt Doppelwechsel von Hannover und sehen, was drin ist. Aber ich habe keinen Bock auf Unentschieden, habe ich gar keinen Bock. Heute noch 30 Sekunden rote Karte für den Hannover Trainer. Komm, kämpfen und siegen jetzt. Leute, das Spiel ist zu Ende, 1-1. Ist in Ordnung, muss man mit leben, kann man eh nichts ändern. Und ich würde sagen, für mich geht es jetzt nach Hause. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns an der Bushaltestelle. Nochmal einmal Ausblick, alles klar. Hannover, alle feiern, dann nicht noch. Ich würde sagen, wir sehen uns an der Bushaltestelle. Vamos! Was geht ab, meine lieben Maschinen?
Ich habe vergessen, das Outro aufzunehmen. Wie immer, ihr kennt mich doch langsam. Ja, wie gesagt, das Spiel gegen Hannover 1-1. Kann man zufrieden sein. Leider Gottes gab es nach dem Spiel noch einen Vorfall, wo Hannover-Hooligans die Kieler Kneipe stören wollten. Ich war leider live dabei. Ein Glück ist es nicht zu großen Verletzungen gekommen. Macht man nicht. Egal, jetzt gehen wir in die Winterpause. Und ja, ich hoffe, euch haben meine Videos gefallen. Ich wollte mich nochmal für euren Support bedanken. Ist echt mega, wie ihr mich unterstützt. Und ja, Leute, ich bin hier gerade in Münster, wie ihr sehen könnt. Ich habe wieder ein Video aufgenommen. Es kommt aber erst, weiß ich nicht, so Ende Dezember online. Und ja, ich wünsche euch einen schönen Abend. Verbringt die Weihnachten mit eurer Familie. Und ich wünsche euch jetzt schon mal ein gutes Rutsch ins neue Jahr. Und ich sag mal, ciao, Kakao.